Hallo Community, wir sind es wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich bin's, der Julian Tach. Und heute unboxen wir von Pokémon die Top Trainer Box zu Kamezin und Popo Paradox Rift. Mit Verlosung, viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegen die beiden Top-Trainer-Boxen auch schon vor uns. Zu der Paradox Rift Edition gibt es wieder zwei unterschiedliche Top-Trainer-Boxen. Genau. Einmal eine, die sich eher mit den Vergangenheits-Pokémon beschäftigt und eine, die sich eher mit den Zukunfts-Pokémon beschäftigt. Welche möchtest du denn öffnen? Ja, die mit Eisenkrieger. Immer ja? Schön in die Zukunft, ja. Let's go! Okay, ja. Gut. Dann geht's aber vorher noch in die Verlosung, würde ich sagen. Genau, da gibt es nämlich von Ultimate Guard ein Synergy Boulder hier in Rot und Weiß zu gewinnen. Hält 100 Double Sleeve Karten oder 120 Single Sleeve Karten. Kann man dann sein Deck so schön da reinpacken. Mhm. Ne? Sehr, sehr cool. Und dazu gibt es dann auch noch eine TCG Player Card. Wow! Bam! Ne? Wir sind ja alle Kartenspieler. Und hier steht auch noch mal Trader in der Ecke. Ne? Sehr, sehr cool. In Zusammenarbeit mit Ultimate Guard. Sehr, sehr nice. Das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Sehr coole Kerl. Ohne coole Deckbox natürlich auch. So, dann bitteschön. Das die heiße Ware. Auf der Rückseite schreiben sie, enthülle die Anomalie der Zone 0. Tauche in ein Wolkenmeer und entdecke ein Land, das nicht an die Zeit gebunden zu sein scheint. Pokémon aus der Vergangenheit wie Donnersichel EX und Sandfell EX sowie Pokémon aus der Zukunft wie Eisenkrieger EX und Eisenhand EX erscheinen mit gewaltigen Attacken. Unterdessen erhalten Knackrack EX, Mewtwo EX und andere nach der Terra-Kristallisierung neue Typen, während sich Grimanzo EX, Monetigo EX und weitere Pokémon EX ebenfalls ins Getümmel stürzen. Fantastische Abenteuer erwarten dich, wenn die Zeitachsen in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Kamezin und Popo Paradox Rift aufeinanderprallen. Mhm. In der Top-Trainer-Box enthalten sind 9 Booster der neuesten Edition Paradox Rift, eine holographische Vollbild-Promokarte mit Brüllschweif oder Eisenbündel, 65 Sleeves mit Donnersichel oder Eisenkrieger, Eisenkrieger, ne? 45 Energiekarten, eine Spielanleitung für Paradox Rift, 6 Schadensmarkenwürfler, ein wettbewerbszulässiger Münzwurfwürfel, 2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände, eine Sammelbox zum Aufbewahren mit 4 Trennern und ein Code fürs Sammelkarten-Online-Spiel. Mhm. So. Dann gehen wir mal in das Ganze, in die Top-Trainer-Box rein. Top-Trainer-Box finde ich auch immer als ein super Produkt. Ja. Ne, wenn man nicht zu viel haben möchte, aber auch nicht zu wenig von einem neuen Set, kann man sich immer schön die Top-Trainer-Box snacken. Weil sie auch einfach immer schön daherkommt. Ne, innen drin haben wir hier, kannst du mal aufmachen, ist noch ein Poster. Und hier guckt uns dann schon die schöne Box an mit der Spielanleitung zum Paradox Rift. Wo wir dann halt nochmal hier ein bisschen Zeichen für Vergangenheit und sowas haben. Spüre die Zukunft. So, hier habe ich dir schön aufgemacht. Spüre die Zukunft und das E ist einfach falsch herum. Da oben. Sehr gut. Ne, Kartenkombis. Ja, ich halte jetzt erstmal das hier noch ein, ne? Was hieb's denn da? Noch. Genau, und dann haben wir hier ganz gleich noch eine Kartenliste, genau. Mhm. Mit allen Karten des Sets. Und auch dieses Set hat wieder ein paar richtig, richtig coole Artworks, die wir ziehen wollen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Die wir hoffentlich auch ziehen werden. Da ist mal schön alternative Artworks. Ja, die sind immer sehr, sehr schön hier. Oh, okay, ja, ich sehe schon. Ich finde hier das Wishu auch sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich finde das Plusel und Minum sehr süß. Ja. Und hier natürlich, das war Blue, das hatten wir. Wir hatten ja schon mal ein Display geöffnet. Genau. Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber das war Blue. Aber wir haben alle Karten gezogen. Das sieht super aus, meiner Meinung nach. Die Trainerkarten. Und dann hier noch die Goldkarten. Ja. Yeah. Und die Promos. So.
dann. Ich habe hier das aufgemacht. Kann man das ja noch so aufdecken und dann haben wir hier so ein Poster. Man kann es auch eigentlich besser abreißen als ich. Dann kann man es sich weghängen. Genau. Mit so den Pokémon des Fetts. Mit den Highlights. Und dann hier die schöne Box. Ja, oben steht Paradox Rift. An der Seite steht Pokémon Sammelkartenspiel. Ja. Oder an der Seite auch das Bild nochmal von Eisenfinger. Mhm. Wenn man es denn so haben möchte. Innen drin schaut uns dann hier erstmal Papier an und Plastik. Wir haben die neuen Booster, die wir uns gleich angucken. Ich nehme 5, du nimmst 4. Danke. Gerecht aufgeteilt. Immer. Wir haben hier einmal die Schadensmarkenwürfel, ne, und einen 6-seitigen Würfel. Ich hole die jetzt mal nicht raus, ne? Das ist ganz simpel halt. Ja. Ne? Wir haben hier die Marken für spezielle Zustände. Hole ich jetzt auch nicht raus. Ne? Mhm. Wir haben hier die Trainerkarten, die 4 Stück. Ja. Auf der Seite, Rückseite nochmal Eisenkrieger. Und groß. Ich finde, die Trainer sehen auch immer cool aus, ja, ne? Also, die hat man doch auch eigentlich immer gerne. Und dann haben wir jetzt hier nochmal die Basisenergie, hole ich jetzt auch nicht raus, ne? Also, davon haben wir, oder soll ich sie rausholen? Ja. Ich hole sie raus, okay. Wir sehen ganz viel Basisenergie. Von allen möglichen Typen. Ne, schön halt für sein Deck für den Anfang. Ja. Wenn man auch nicht so viel hat, kriegt man hier direkt einen großen, mächtigen Schwung an 45 Energiekarten. Mhm. Dann guck, packen wir weg. Was mache ich zuerst auf? Ja, gucken wir uns erstmal hier die Promo an. Jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen. Da haben wir Eisenbindel. Auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Artwork. Das stimmt, ja. Die Promos sehen beide sehr, sehr hübsch aus. Also. Aber Eisenbündel finde ich schon ein bisschen hübscher, muss ich sagen. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Packung Sleeves. Mhm. Ja, die lege ich jetzt mal hier. So sehen sie aus. Die Sleeves. Und wie wir sehen, Karten. Schön in matt. Dann glänzen die ganzen Pokémon auch nicht so extrem. Ja. Genau. So auf jeden Fall sehr stylisch, ja. Ja, sehr cool. Gut, dann fangen wir an mit dem Booster, ne? Gerne. Geht schon rein. 9 Stück hat man ja, was eine schöne Summe ist. Und mal gucken, was wir dann hier drin jetzt ziehen. Ui. So. Scorclaw. Mhm. Also das Set hat ein paar richtig, richtig coole Artworks und ich hoffe, dass wir auch ein paar davon, also von den alternativen Artworks. Ja, ja. Gucken wir, ob wir auch welche davon ziehen. Palkia. Ja. Okay, nicht schlecht. Bei mir schon. Weiter geht's. Umgedreht hier. Das ist bei mir direkt. Neun Booster geht auch immer so flott. Ne? Ja, ich weiß. So, oh. Ihr bist auch ein tolles Pokémon in meiner Meinung. Gefällt mir sehr. Der spoilert doch schon hier die Karten am Ende. Absol mit einem mega, mega coolen Artwork. Oh, wow. Ah. Cool. Wow, die Karte habe ich noch nie gesehen. Und ein Eisenfalter. Mit Zukunft, ja. Das ist das Zukunft- und Vergangenheitssymbol. Also dieser Bild sozusagen finde ich auch immer cool. Ja, stimmt. Also jetzt hier bei Zukunft haben wir halt Pixel und bei Vergangenheit haben wir halt so ein bisschen Dreck. Bodenschichten, Fossilien. Ja. Seemon auch ein cooles Artwork. Ja, hier sind ja so die ganzen Schichten sozusagen. Genau, ja. Auch ein cooles Artwork von Kriechflügel hier. Ich habe gerade noch gesagt, dass ich die am süßesten finde. Ja, ach, das ist so. Ach, ja, Fusel. Oh. Sieht sehr, sehr süß aus, ja. Also, ja, gefällt mir. Ne? Vor allem, ich glaube, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, kannst du halt Minum genau daneben legen und das ist halt so ein Artwork. Ja, dann wissen wir ja schon, was wir jetzt öffnen werden, ne? Hier, das müssen. Sehr, sehr schön. Und noch ein Milotic hinterher. Die Weiterentwicklung von Bargschwarr. Jetzt bin ich wunschlos glücklich. Beste Top-Trainer-Box ever. Ever. Ja.
So, Schlickdri. Oh, was sehe ich denn da? Oh, da sehe ich mal. Oh, da Eisenbündel da, oh. In normal. Oh, da, da. Oh. Ich sehe da was. In deinem Booster funkelt. In meinem? Ja. In deinem Booster. Alles funkelt. Alles funkelt. Der luxuriöse Umhang funkelt auch. Ein Knackrack. Ex. Das sieht doch auch Hammer aus. Das sieht schon. Das ist sehr, sehr krass. Eine andere Folierung, ne? So ein bisschen. Ja. Aber das sieht sehr, sehr geil aus. Sehr, das sehr. Sieht hier, sehr, sehr cool Knackrack aus. Ja. Jetzt. Mit so. Wasser. Wassertyp. Auch sehr, sehr cool. Nehme ich. So. Nehme ich gerne. Ja, Kugel hat es ja vorhin auch schon. Hat ein super süßes Artwork, finde ich. Kramokles, das auch wieder drin ist in dem Set, auch sehr, sehr nice. Kralat. Und? Ein Saltigant. Das ist Minecraft-Pokémon. Ja. Ja. Du weißt, was ich meine und du verstehst das. Ja. Das Block-Ding. Ja, das Block-Pokémon. So dieses, du hast so richtig aufwendige Artworks und dann hast du dieses Artwork. Ja. Also ich möchte wie Schuh ziehen im alternativen Artwork. Das finde ich, sieht super aus. Ich möchte einfach generell alternative Artworks ziehen, weil sie alle sehr, sehr hübsch sind. Ja, das kriegt Pokémon aber immer hin. Ja. Das kann ich auch einfach in jedem Unboxing immer wieder sagen, weil es halt einfach stimmt. Wie meiner unsere Meinung nach. Schnecke. Ich habe nur noch einen Booster. Ja, schnell geht's, ne? 9 Booster, die gehen flott. Ja. Bablu. Pumpkin, sieht auch cool aus. Stimmt. Eisenbündel. Hier. Auch schon in Foil. Mhm. Und Mopiko. In seiner Finsterform. Auch cool. Ja. So, letztes Booster. Ach nee, du hast noch eins. Ja, ich hab noch eins. Wow. Ich hab ja einen Booster mehr dazu. Ja, wow. Yeah, weil ich es mir natürlich gesnackt hab. Mal gucken, ob wir noch Minum öffnen. Die Chance ist sehr, sehr klein, aber wäre ja schön, ne? Nein. Ah, aber wir. Oh, das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus, ja. Mit dem Vergangenheitsartwork. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Ja, und da kommen wir zum letzten Booster, ja. So schnell geht's. Aber, sehe ich da etwas am Ende deines Boosters? Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich sehe eine Pokémon-Karte. Nee, ich hab da hinten ist eine Yugi-Karte. Ich wusste es. Da ist Exodia drin, damit du auch gewinnst, ne? Ja. Ja. Sandfell, ey, Ex, das ist doch auch sehr cool. Auch hier mit in Starfoil mit Vergangenheit. Erinnert mich einfach absolut an Magnetilo. Magneton. Magnetilo? Magneton? Warum? Weiß ich nicht. Ja. Sag du es mir. Nee, sehe ich nicht. Sehr cool. Aber da habe ich doch gut geöffnet. Du nicht. Ne, ne, doch, du auch. Aber, wieder ein bisschen raus. Schwupps. Ja, schon so viel brauchst du nicht. Ich kann es ja ransen. Ja. Reicht dir das so? So, dass du zwei untereinander legen kannst. Guck. Ja, zwei untereinander für diese krassen 4 Karten. Ja. Aber ist ja egal. Es kommt ja auch auf den Spaß der Box an. Es kommt ja auf die Persönlichkeit an. Ich meine, man. Ja. Ja. Deswegen hänge ich mit dir ab. Wow! Ja, okay. Also. Ja. Ich meine, wir haben eigentlich eine solide Ausbeute. Man kann natürlich immer noch besser ziehen. Aber schon allein die Promo ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ja. Und mit 9 Boostern kann man auf jeden Fall sehr viel. Ja, mit 9 Boostern macht man nie was falsch. Mit einer Top-Trainer-Box macht man sowieso nie was falsch. Man kriegt Würfel, man kriegt Hüllen, man kriegt Länder. Man kriegt eine sehr, sehr schöne Aufbewahrungsbox. Das heißt Länder, man kriegt Energie. Ne? Ja. Genau. Eine schöne Aufbewahrungsbox, schöne Trainer und. Schöne neuen Booster. Mir gefällt's, dir gefällt's auch. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit Pokémon und erst recht Paradox Rift ist ja noch ziemlich neu. Und dann sehen wir uns im nächsten Unboxing und wünschen euch bis dahin noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.